Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Wir wünschen einen schönen Montagabend. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fellner Live. Es war ein besonders strittiger, ein besonders turbulenter Tag heute in Österreich. Und durch die heutige Sendung führt wie immer Österreich-Herausgeber Wolfgang Fellner. Schönen Abend. Ja, Wolfgang, wie gesagt, strittig war es. Das erste Streitgespräch, das heute hier stattfindet im Studio, ist zwischen Ramazan Aktaş und Robert Luger. Da geht es natürlich um das Aufregerthema des heutigen Tages, nämlich die Moscheenschließung. Und da ist es gleich heftig hergegangen im neuen Fellner Live-Studio. Genau, muss man dazu sagen, denn im alten Fellner Live-Studio, im großen Newsroom, ist jetzt Fußball-WM-Zeit. Da wird ab Donnerstag die Fußball-WM laufen auf OE24.at und deshalb ein neues Fellner Live-Studio. Und das ist gleich ordentlich aufgeheizt worden heute von der ersten Diskussion von dem türkischen Journalisten Ramazan Aktaş, der pro Erdogan ist, pro ATIP, pro Moscheen und der sich mittlerweile verfolgt fühlt in Österreich, der meint, die Muslime sind die neuen Juden in diesem Land und werden ähnlich verfolgt wie die Juden unter Hitler. Heftige, wow, das ist eine Ansage, heftige Ansage. Und ihm gegenüber Robert Luger, der ehemalige Clubchef vom Team Stronach, wortgewaltig damals, wie wir wissen, jetzt wortgewaltiger FPÖ-Abgeordneter, sitzt für die FPÖ im Nationalrat, einer der großen Kämpfer gegen den radikalen Islam, einer derjenigen, der im Wahlkampf gesagt hat, die Moscheen gehören geschlossen, die radikalen Imame ausgewiesen. Für den ist das natürlich ein riesiger politischer Erfolg, dass die Regierung das jetzt beschlossen hat und die zwei krachen so richtig aufeinander. Der eine, der sich verfolgt fühlt und der andere, der sagt, da muss jetzt rigoros durchgegriffen werden. Also es wird ein richtiges Match und richtig emotional, das wird kann man ein auch sagen. Emotionaler Schlagabtausch zum Thema Moscheen. Und da versteht man, warum die Emotionen so hochkochen, warum es jetzt Morddrohungen gegen den Kanzler gibt, warum Erdogan sagt, wir werden eine osmanische Ohrfeige bekommen und so weiter und so weiter. All das wird jetzt diskutiert, sehr heftig, sehr emotionell diskutiert. Da werden auch bei Ihnen die Emotionen hochgehen zu Hause. Aber nicht weniger hitzig ist dann das zweite Streitgespräch. Das spielt sich zwischen Heinrich Himmer von der SPÖ und Maximilian Kraus von der FPÖ ab. Und da geht es um die Deutschklassen. Ja, Heinrich Himmer ist der neue Stadtschulratspräsident in Wien, seit 2 Jahren im Amt. Sehr beliebt, sehr aktiv, sehr umtriebig. Und er ist ein vehementer Gegner der Deutschklassen, die die Regierung Kurz jetzt einführen will. Er will die unbedingt verhindern. Er ist da mit den Lehrern auf einem Pakt, auf einem Backel könnte man auch sagen. 1000 Lehrer haben demonstriert am Samstag gegen diese Deutschklassen. Fast alle Wiener Volksschuldirektoren sagen, sie werden diese Deutschklassen boykottieren, nicht zulassen. Also das wird noch ein ganz heftiger Streit werden. Und er diskutiert, also der Wiener Stadtschulratspräsident der SPÖ, diskutiert mit dem Stadtrat der FPÖ, Max Kraus, der eigentlich Stadtschulratspräsident hätte werden sollen, über diese Deutschklassen. Max Kraus, natürlich ein glühender Befürworter dieser Deutschklassen, ist ja eine FPÖ-Forderung gewesen. Und die zwei krachen auch so richtig aufeinander. Auf der einen Seite derjenige, der so wie viele Zuschauer unbedingt diese Deutschklassen haben will, der andere auf der anderen Seite, der sagt, das wird ein Ghetto, das wird unbrauchbar werden, die Lehrer sind überfordert. Okay, also zwei richtig heftige Streitduelle. Da geht's zur Sache heute, ja. Da brauchen wir dann aber was zum Runterkommen, wobei runterkommen oder vielleicht wird es sogar noch heißer, denn dann kommt Viktoria Swarovski. Nein, dann wird es ganz süß, dann wird es ganz süß, meine Damen und Herren. Dann wird es richtig liebevoll. Dann kommt unsere liebste Fernsehmoderatorin, Viktoria Swarovski. Sie ist Österreicherin und sie ist der neue Star der deutschen Fernsehszene. Sie hat Let's Dance moderiert, 13 Folgen, das große Finale an diesem Freitag. Am Anfang hat sie einen Riesenshitstorm geerntet, alle haben sie fertig gemacht. Am Schluss ist sie von allen geliebt worden, die neue Ösi Dame in Deutschland, die die Deutschen ins Herz geschlossen haben. Also machen Sie sich mit mir bitte ein Bild, wie süß, wie herzig, wie lieb ist diese Viktoria Swarovski, zumindest im Interview mit dem Wolfgang Fellner. Was hat sie für Talente? Sie macht ja Dirndln, sie ist ein Popstar, sie bringt eine neue Single raus. Wie schaut es mit ihrem Liebesleben aus? Verheiratet ist sie. Die Frau ist verheiratet, das muss man sich vorstellen. Ihre Vorgängerin, die Silvi Meiss, hat jeden zweiten Monat einen neuen Freund. Sie ist ihrem Ehemann total treu
und will von Männern gar nichts wissen. Eine außerhalb echte Traumfrau. Eine Traumfrau, ein echter Engel, diese Viktoria. Und die kommt am Schluss, damit sie was wirklich Gutes zum Träumen haben. Also aufhören tun wir mit der süßesten Moderatorin des deutschen Fernsehens, Viktoria Swarovski. Und losgehen tut's mit echter Brutalität, nämlich mit Ramazan Aktaş gegen Robert Luger. Das wird brutal. Robert Luger gegen Ramazan Aktaş. Ja, wir beginnen mit dem Thema heute, das alle aufregt, das seit Tagen die Titelseiten der Tageszeitungen füllt und das morgen besondere Dramatik dadurch erfährt, dass es jetzt sogar bereits Morddrohungen gegen den Bundeskanzler gibt. Es geht um die Schließung von 7 Moscheen und um die Ausweisung von bis zu 40 Imamen aus Österreich, die türkis-blaue Regierung letzte Woche beschlossen hat, damals in einer riesigen Breaking-News-Veranstaltung in der Früh. Viele haben gesagt, da war viel Show dabei. Auf jeden Fall war es ernst gemeint. Die Moscheen sind geschlossen, 7 Stück. Die Imame müssen Stück für Stück aus dem Land ausreisen. Die Diskussion ist heftig, extrem emotionell. Wie gesagt, Morddrohungen gegen den Kanzler. Der hat seit heute intensiven Personenschutz. Der türkische Präsident Erdogan hat Österreich mit Konsequenzen gedroht. Er hat gesagt, man darf nicht glauben, dass die Türkei hier tatenlos zusehen wird bei diesem Kreuzzug von Kurz, wie er gemeint hat, gegen den Islam. Und dazu jetzt auch eine recht emotionelle Diskussion. Auf der rechten Seite Ramazan Aktaş, schon das eine oder andere Mal bei uns im Studio gewesen, ein sehr wortgewaltiger türkischer Journalist in Österreich, für A-News tätig bei uns, ein konservativer türkischer Journalist, man könnte ihn auch als Erdogan-Fan bezeichnen, Religion, Islam, klarer Gegner dieser Moscheenschließung, er wird uns dann auch sagen, warum er das für ein absolutes Unding handelt. Auf der anderen Seite der neue FPÖ-Abgeordnete Robert Luger, den Sie vielleicht noch als Clubobmann des Teams Stronach kennen, mittlerweile Top-Abgeordneter der FPÖ, damit sozusagen einer derjenigen, die vehement für diese Schließung der Moscheen und die Ausweisung der radikalen Imame aus Österreich gekämpft haben und der schon mehrfach auch in Diskussionen hier bei OE24 sehr vehement gegen diesen radikalen Islam aufgetreten ist. Herr Luger, Sie sind begeistert von dieser Moscheenschließung? Ich bin begeistert von unserem Rechtsstaat. Und wenn es Gesetze gibt, dann müssen diese Gesetze eingehalten werden. Und hier haben wir einen Verstoß. Bei einigen Fällen wissen wir es ja schon. Es wurden ja schon 2 Urteile gesprochen. Und hier ist man also im Klaren, dass es auch tatsächlich einen Verstoß gegeben hat. Und bei den anderen wird man prüfen. Und wenn es einen Verstoß gegen das Islamgesetz gibt, dann wird es dementsprechend Abschiebungen geben. Da wird jetzt eine Moschee nach der anderen zugesperrt. Ein Imam nach dem anderen, der unter anderem von der Türkei bezahlt wird, was jetzt ja in dem Sinn noch kein Schwerverbrechen ist, muss aus dem Land raus. Ist das nicht sehr heftig? Na, ganz im Gegenteil, wir haben ja ein eindeutiges Gesetz. Das heißt, wir lassen nicht zu, dass eben ausländische Regierungen hier Imame bezahlen, hier in Österreich. Das wäre ja genauso, als würden wir Imame in der Türkei bezahlen, die mit der Gülen-Bewegung möglicherweise in Verbindung stehen. Da hätte auch Ihr Staatschef auch keine große Freude damit. Also das heißt, da muss man auf jeden Fall einschreiten. Wobei man, ganz kurz darf ich unterbrechen, man kann ja nicht die Gülen-Bewegung mit einem Staat vergleichen. Die Gülen-Bewegung hat ja den Putschversuch gemacht am 15.07.2016. Also das ist schon wirklich absurd, dass Sie die Türkei bzw. Österreich mit einer Gülen-Bewegung oder vielleicht doch mit der PKK vergleichen. Das sind 2 Terrororganisationen, die anderen sind 2 Staaten. Man sollte das Ganze mit Dialog lösen. Und Thema Radikalismus. Ich persönlich bin gegen jede radikalistische Art, egal Islam, Christen, Politik auch. Aber ATIP ist eine Versicherung gegen die Radikalisierung in Österreich. Diesen Verein gibt es schon über 40 Jahren. Finanziert wird es schon seit 40 Jahren. Die türkischen Behörden finanzieren das nicht für die, wie soll ich sagen, für die missionären Behandlungen, sondern für das Guttun von der Religion. Es gibt um die 700.000 islamisch-konservative Menschen in Österreich. Und wer tut die vertreten? Also gibt es eine Alternative zu dem Islamgesetz, also beim Islamgesetz zu den Imamen? 40 Imame werden jetzt ausgewiesen, vielleicht sogar alle in späterer Art, weil die bekommen ja kein Visum mehr. Und gibt es eine Alternative? Priester kommen von Ausland nach Österreich, die predigen, aber Imame nicht. Also Islam ist die zweite größte Religion. Und
Man sollte schon, da schon ja. nicht Doppelmoral haben. Ich weiß schon, auf was Sie hinaus wollen, aber es geht jetzt nicht darum, dass wir jetzt willkürlich irgendjemanden ausweisen. Es geht darum, dass es Gesetze gibt in Österreich. So wie es in der Türkei Gesetze gibt. Das heißt, wenn ich in die Türkei fahre, muss ich mich an die Gesetze der Türkei halten. Wenn jemand nach Österreich kommt, muss er sich an die österreichischen Gesetze halten. Stimmt. Und das ist das Problem. Das heißt, wenn es Imame gibt, die hier gegen das Gesetz verstoßen, dann müssen sie ausgewiesen werden. Was Wo ist das Problem? Ich weiß nicht, warum sie da ein Problem damit haben. Mein Problem ist, was haben die ATP-Imame gemacht? Also was haben die Falsches gemacht, dass sie ausgewiesen werden? Türkei bezahlt, ne? Also schauen Sie mal bei den ATP-Vereinen die Radikalitätsquote. Null. Wie viele von ATP-Vereinen sind zu IS rübergegangen? Null. Arbeitslosenquote, bitte recherchieren Sie. Und das ist ja nicht. Nein, aber die Kriminalitätsquote ist auch null. Also die ATIP-Vereine, sie sind nicht nur Moscheen, das sind Kulturzentren, wo man Volkstänze auch macht, Deutschkurse gibt es auch drinnen, ja, Integrationskurse. Schießen, Kinder, Leichen das erschießen. Haben wir in der letzten Sendung bitte? Diskutiert, ja, das ist wieder ein Theaterstück. Das gleiche gab es in der Türkei bei diesem St. Georg-Kolleg, habe ich Ihnen ganz rechts und links sehr brav erklärt, glaube ich, wo die österreichischen Kinder, wollen, Kinder mit Schießgewehr die Märtyrer besucht haben. Durch eine Moschee laufen. Das sind kulturelle Angelegenheiten. Ich verstehe. Nein, schauen Sie. Wir müssen die Gesetze akzeptieren. Ja. Es ist so, auf jeden Fall. Ja. Und das tun Sie auch. Genau, auf jeden Fall. Okay. Aber wenn es ein Problem gibt. Warum haben Sie ein Problem, wenn man jemanden ausweist, der gegen das Gesetz verstößt? Was haben die 40 Imame gemacht? Es werden einige werden vom Ausland bezahlt, was nicht erlaubt ist, gegen das Gesetz. Und andere radikalisieren. Ich als andere Sie, Was ist eine Alternative? Was wird mit den ATIP-Vereinen gemacht? Es gibt mittlerweile 63 ATIP-Vereine und Sie meinen, die werden von Ausland finanziert. Aber ich kann Ihnen gerne zeigen, der Kamera, Hochwasser gab es im Jahre 2012. ATIP hat 12.000 Euro gespendet, sogar 20.000, Entschuldigung. Also das ist ein Verein in Österreich. Auch der Herr Sebastian Kurz war mit dem türkischen Bundeskanzler 2012 in diesen ATIP-Vereinen. Was hat das mit einem Gesetzesbruch zu tun? Nein, schauen Sie, können Sie mir das erklären? Was wurde gebrochen? Es gibt einen Gesetzesbruch. Erdogan und Kurz das ist der damalige Bundeskanzler Davutoğlu, Spindelegger und Sebastian Kurz in einem ATIP-Verein ganz normal. Und heutzutage, nach 6 Jahren, wird das populistisch ausgenutzt. Also das stört mich. Gesetze müssen wir natürlich akzeptieren. Es ist doch genau umgekehrt. Sie nutzen es populistisch aus, dass hier einfach nach den Buchstaben des Gesetzes vorgegangen wird. Und bei uns in Österreich ist es so, dass wir im Parlament, da bin ich auch dabei, Gesetze erlassen und dann alle haben sich an diese Gesetze zu halten. Und wenn Ihnen diese Gesetze nicht gefallen, heißt das noch lange nicht, dass diese Gesetze für Sie nicht gelten. Und deshalb, wenn vom Ausland Finanzierung passiert oder wenn radikalisiert wird, wenn diese Imame aufrufen zu Gewalt oder auch zu anderen Dingen, die staatsfeindlich sind, dann muss man etwas tun. Aber und das tun wir. Also die Gesetzgebung wird ja von Politikern gemacht und die muss ja nicht völlig okay sein. Ich muss es akzeptieren als Bürger, aber darf ich das kritisieren, aber ich oder? Glaub, da hätte ich jetzt eine interessante alle... Frage. Entschuldigung, bitte, ja. Interessante Frage. Bitte. Weil Sie sagen, wir machen Gesetze und ja, muss nicht gut sein. Das Parlament macht in Österreich Gesetze. Stehen diese Gesetze über dem Gottesgesetz? Wenn ich als Bürger in Österreich lebe, muss ich diese Gesetze akzeptieren. Weil natürlich. Die Frage ist, ob die Gesetze in Österreich gemacht werden. Religion ist Privatsache. Sie haben vor der Sendung auch gesagt, Religion ist privat. Aber wenn ich in Österreich lebe, muss ich die Rechtsstaatlichkeit akzeptieren. Und das mache ich auch. Mhm. Der Islam sagt ja auch nicht, wir akzeptieren die Rechtsstaatlichkeit nicht. Es gibt schon welche, die das sagen. Das sind die Radikalisten. Ich bin völlig bei Ihnen. Spreche ich. Nein, ATIP ist aber keine Radikalveranstaltung. Aber ATIP-Imame werden verweist. Die hier Probleme machen. Das sind aber nicht die ATIP-Imame. Wir sind ja wahrscheinlich einer Meinung, dass diese Moschee im 10. Bezirk relativ radikal war, oder? Das ist ja eine Moschee mit deutlichen Verbindungen ins rechtsradikale Lager, graue Wölfe etc. Also das war wohl eine der deutlich radikalsten Moscheen. Also ich war in der Moschee einige Mal im Freitagsgebet. Ja, darum wollte ich Sie fragen. Sie ja, können sich also ich habe nichts mit Radikalität gesehen. Man hat mir gesagt, die haben die Prozedüre nicht geachtet. Wenn man in der islamischen Glaubensgemeinschaft angemeldet ist, muss man einige Sachen klären. Und angeblich haben die das nicht getan und deswegen wurde es geschlossen. Nicht, weil sie radikal-islamistisch sind. Ja, es gibt auch andere sechs Moscheen. Graue Wölfe sind eine rechtsextreme Terrororganisation. Ne? Terrororganisation, Graue Wölfe, oh mein Gott, Herr Fellner, passen Sie auf, was Sie reden. Graue Wölfe sind die Rechten in der Türkei, Nationalisten, aber keine Terrororganisation. Ja, also man macht ja auch immer gerne dieses Zeichen, nicht? Von den Grauen Wölfen. Also das oder das, das ist ja völlig wurscht, oder? Okay. Ja. Was, warum haben Sie Angst vor Rabia oder vor Grauen Wölfen? Sie meinen, die Grauen Wölfe sollten in Österreich Moscheen betreiben dürfen. Sie haben auch Moscheen in Österreich? Meine ich ja. Also blicken Sie mal 40 Jahre zurück.
Wie viel Radikalität gibt es in diesen Moscheen? Wie viel Kriminalität gibt es in diesen Moscheen? Sie haben sich in den letzten 40 Jahren deutlich radikalisiert. Das ist ja das Problem. Vor 40 Jahren war das noch relativ harmlos. Darf ich kurz einen machen? Der Amar Al-Bayati, den kennen Sie wahrscheinlich, oder? Das ja, ist einer, der vertritt die moderaten Muslime in Österreich. Und der sagt, er geht immer wieder in Moscheen, er ist ja selber auch Imam, und er hört da furchtbare Dinge. Das heißt, diesen Dingen muss man nachgehen. Und das wollen wir jetzt. Das heißt, wir holen uns diese Informationen von Menschen, die der arabischen Sprache mächtig sind, der türkischen Sprache, und schauen uns an, was passiert da. So. Und wenn es Probleme gibt, dann wird das in einem Rechtsstaat so gelöst, dass dann einen Prozess gibt, beziehungsweise jemanden, der das sich genau anschaut. Und wenn die Verdachtsfälle sich erhärten, muss gehandelt werden. Und das tun wir. Ich weiß nicht, warum Sie da so ein großes Problem damit haben. Ich bin völlig bei Ihnen. Ich habe vorhin Bilder gezeigt, 2012 oder davor, hat die österreichische Regierung wirklich sehr gute Schritte gemacht. Man hat mit ATIB und ähnlichen Vereinen gearbeitet. Diese Vereine arbeiten gegen die Radikalisierung. Ich wiederhole noch einmal. Schauen Sie, wie viel Radikalität bei denen gibt oder Kriminalität, wie viele zu IS rübergegangen sind, wie viele sagen, sie akzeptieren österreichische Gesetze nicht. Im ganz Gegenteil. Wie viele gibt es da bei Ihnen ungefähr? Können Sie das abschätzen? ATIB? Ja? ATIB-Vereine gibt es 63. Nein, wie viele, die den österreichischen Rechtsstaat nicht akzeptieren? Ich weiß nicht, also ich bin kein radikaler Islamist, ich bin ein Demokrat mit konservativen... Aber Sie kennen Menschen, die das nicht akzeptieren. Obwohl Sie kein radikaler Islamist... Ich bin nicht bei Ihnen, natürlich gibt es solche Menschen. Es gibt auch Rassisten in Österreich, ja? Also die den Neonazismus sympathisch finden. Also kann ich ja nicht Ihnen sagen, dass Sie als FPÖler denen angehören. Herr Aktaş, Herr Aktaş. Ich meine, das ist ja unlogisch. Obwohl Sie kein radikaler Islamist sind, fühlen Sie sich jetzt von den Maßnahmen der Bundesregierung, sprich der Schließung der Moscheen, der Ausweisung der Imame verfolgt. Sie haben da vorher etwas mitgebracht. Ich finde es falsch, dass man die Imame auf die Stufe der Juden im Nationalsozialismus gestellt. Das wollten Sie gerade vorher. Ich wollte Ihnen vorhin zeigen. Also früher war das so, 1930 kauft bei den Juden nicht ein oder so. Und heute, schauen Sie, das ist die FPÖ. Türkische billige Friseure verdrängen österreichische Salons. Das ist Ihre Politik, Herr Loga. Schauen Sie, FPÖ-Oberösterreich, das ist Ihre Politik, das stört uns. Versuchen Sie, Andersdenkende zu umarmen, vor allem türkische Muslime, versuchen Sie, diese Menschen zu umarmen. Weil diese Menschen wurden jahrelang von der SPÖ ausgenutzt, das sage ich auch ganz radikal. Ja. Diese Menschen wurden jahrelang von der SPÖ ausgenutzt. Bitte umarmen Sie diese Menschen, glauben Sie mir, kommen wir viel weiter voran. Ja. Also wenn Sie mich ausschließen, kommen wir nie weiter. Sie fühlen sich vom Bundeskanzler und von der FPÖ jetzt politisch verfolgt. Verfolgt nicht, aber wir sind nicht in der gleichen Meinung. Aber ich muss das akzeptieren. Wie gesagt, Sie sich mit den Juden vergleichen, dann fühlen Sie sich verfolgt. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Wenn Sie es unbedingt so hören wollen. Ja. Wenn man die Zeit in den 1930er Jahren, wenn ich jetzt Juden sage, heißt es nicht Gaskammer. Bitte nicht verstehen. Nichts verstehen. Ja. Also die Meinungsfreiheit. Wenn ich als Moslem daher komme. Dass ein Gesinnungsterror gegen Sie einsetzt jetzt. Es gibt einen Kampf gegen Andersdenkende bzw. Musliminnen und Muslimen. Das machen Sie daran fest, dass wir jetzt die Gesetze in Österreich einfach schützen. Nein, einhalten wollen. Es geht nicht um den Gesetz. Ich sage es Ihnen tausendmal. ATIB-Imame ausweisen, das ist falsch. Andere Moscheen weiß ich nicht. Ich kenne die ATIB-Vereine sehr gut. Ich bin auch teilweise in diesen Vereinen aufgewachsen. Es ist nicht rein islamische konservativer Verein, sondern da gibt es Volkstanzunterrichte, Theaterunterrichte, Deutschkurse, Integrationskurse, Halbtagsuniversitäten, was weiß ich. Es gibt sehr viele Sachen in diesen ATIB-Vereinen. Genau. Das sind Kulturzentren. Genau. Früher hat man, die österreichische Regierung hat mit ATIB kooperiert, alles Mögliche. Schauen Sie, nur weil der ATIB drüber steht, heißt ja nicht, dass alle alles wunderbar machen. Das heißt, es gibt überall Gesetzesverletzungen, und wenn die stattfinden, dann müssen wir natürlich auch bei ATIB-Vereinen genau hinschauen. Und wo ist jetzt das Problem? Aber Sie meinen, die FPÖ bzw. die Kurzpolitik, also die ÖVP-Politik ist pro-islamisch oder pro-muslimisch? Nein, wir sind weder noch. Ja. Für uns ist Religion Privatsache. Gehen Sie mal auf die Straße, gehen Sie mal nach Otterkring, Favoriten, und fragen Sie mal dort nach, wo die muslimische Gemeinschaft ist. Fragen Sie denen, was machen wir falsch, was machen wir richtig? Und dann werden Sie direkt. Was sagen die? Die Leute sind gestört. Also die fühlen sich nicht mehr wohl. Weil die meinen, keiner umarmt uns. Wer verteidigt heutzutage einen Moslem in Österreich? Warum muss ich auf die Straße gehen? Warum muss ich auf die Straße gehen? Sie sind ein Politiker. Darf ich mal kurz aussprechen? Sie sind ein Vertreter vom Volk. Sie müssen auf die Straße gehen. Sie haben meinen Satz abgedreht. Warum muss ich auf die Straße gehen
und einen Moslem extra umarmen und einen Christen nicht und einen Buddhisten nicht? Oder muss ich alle umarmen? Oder Sie wie stellen Sie sich das vor? Sie müssen alle umarmen. Ich muss alle umarmen. Was ist, wenn ich ein bisschen Körperkontakt nicht so gern habe? Was passiert mit dann? Umarmen meine ich nicht körperlich, auch seelisch. Bevor wir den Herrn Luger und den Herrn Stachin nach Otterkring schicken, damit Sie die Muslime umarmen, gehen wir in eine kurze Werbepause. Dann kommen wir mal wieder zurück und dann fragen wir den Herrn Aktasch und auch den Herrn Luger, wie geht es denn jetzt weiter? Wie hochgeheizt ist die Stimmung? Welche Rolle spielt das rund um die Türkei-Wahl, die gerade stattfindet? Welche Rolle spielt das überhaupt in der Entwicklung dieser islamischen Szene in Österreich? Kann man diese Radikalisierung noch stoppen? All das gleich nach einer kurzen Werbepause. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Robert Luger gegen Ramazan Aktasch. Ja, wir sind mitten in einer hitzigen Diskussion zum Thema dieser Woche. Die Bundesregierung hat 7 Moscheen geschlossen, beginnt bis zu 40 Imame aus Österreich auszuweisen, die gegen das Islamgesetz verstoßen haben. Und das hat enorme Emotionen ausgelöst, die wir auch hier in der Diskussion sehen. Ramazan Aktasch, türkischer Journalist, Religion, Islam, fühlt sich verfolgt mittlerweile von dieser Regierung und meint, der Weg, den Kurz und Strache beschreiten, ist völlig falsch. Auf der anderen Seite Robert Luger, früher mal Klubobmann beim Team Stronach, jetzt prominenter FPÖ-Abgeordneter, als solcher im Wahlkampf sehr aktiv für eine Einschränkung dieses radikalen Islam. Das heißt, das muss für Sie eine sehr, sehr schöne Woche sein, weil eines Ihrer Wahlversprechen sozusagen eingelöst wurde, nämlich radikale Moscheen zu schließen. Wie sehen Sie denn das jetzt? Da kochen die Emotionen hoch, da tritt der Herr Erdogan auf, sagt, wann der Herr Kurz glaubt, wir lassen uns das gefallen, dann ist er am Holzweg. Wir werden Antworten darauf finden. Früher hat man so eine Kriegserklärung begonnen. Heute leben wir Gott sei Dank in moderneren Zeiten. Wie sehen Sie das? Jetzt gibt es Morddrohungen gegen den Kanzler, der braucht Personenschutz. Wenn er aus Israel zurückkommt, da sind die Emotionen hochgekocht. Also wenn man nicht glaubt, dass in Österreich auch radikale Tendenzen existieren, muss man nur diese Morddrohung hernehmen. Das heißt, wenn jemand, weil wir die Gesetze, die wir hier in Österreich haben, einfach konsequent umsetzen, dann Morddrohungen ausspricht, das muss jemand sein, der radikalisiert ist. Das heißt, das trägt nicht dazu bei, dass man hier auch ein bisschen zusammenwächst. Und darf ich noch einen Satz sagen? Darf ich noch einen Satz? Computer des Bundeskanzleramts langgelegt. Darf ich noch einen Satz sagen? Und wenn dann der Herr Erdogan dann sagt, es gibt eine osmanische Ohrfeige, dann frage ich mich, was soll das sein? Oder wenn er von Kreuzzügen spricht, also das ist ja wirklich, das muss man ja wirklich zutiefst ablehnen. Das ist total heftig und es bringt überhaupt nichts. Ganz im Gegenteil, Sie müssten ja eigentlich eine Freude haben, wenn wir endlich alle radikalen Kräfte in Österreich lokalisieren und abschieben. Da müssten Sie eine Freude haben. Also ich weiß nicht, warum Sie sich so aufregen. Ich bin völlig bei Ihnen, Herr Luger. Schieben wir alle Radikalen ab, aber ATIP ist der falsche Weg. ATIP, Miligerusch oder einige Türkföderationen. Sie sagen, ich muss Ihnen Stempel ATIP draufgeben, nein, Schatz, das ist meine Meinung. Nein, also ich als Volk darf meine Meinung meinem Abgeordneten sagen, oder? Also das ist jetzt meine Meinung. Ich weiß nicht, ob ich Ihrer bin, ob Sie mich gewählt haben. Natürlich, Sie sind ja österreichische Staatsbürger, ich auch. Haben Sie mich gewählt? Egal, ob ich Sie gewählt habe oder nicht, muss ich auch Sie akzeptieren, weil die meisten haben ja Sie gewählt und in einer Demokratie gilt ja das. Aber sind ja offenbar doch Imame abgeschoben worden, die sehr radikal waren, ohne Frage, die sehr radikale Positionen vertreten haben. Und Sie müssten ja eigentlich auch zufrieden sein mit der Maßnahme, denn Sie sind mitten im Wahlkampf, Sie sind ja pro Erdogan und alle Beobachter dieses Vorgangs sagen, am meisten profitiert ohnehin Erdogan davon, weil das wird die türkische Community zu den Wahllokalen treiben. Die Wahlen haben am 7.6. begonnen. Und die Pressekonferenz war ja um 7 Uhr in der Früh am 8. Also wie oft wurde die Pressekonferenz so rechtzeitig in der Früh in der Zweiten Republik gemacht? Erstens, die Frage ist das. Und zweitens, wie soll der Erdogan profitieren, wenn das nach den Wahlen oder zwischen den Wahlen geschehen ist? Den Konflikt hat ja nicht der Erdogan erzeugt, oder? Wie sehen Sie denn die Reaktion vom Erdogan? Was heißt das mit der osmanischen Ohrfeige? Der Aspekt oder die Redewendung osmanische Ohrfeige ist in dem Sinn gemeint, das ist ein Sprichwort in der Türkei. Ja, aber was heißt das? Nein, zeigt es Ihnen, also wir sind für euch da. Es ist so, wie viele türkischstämmige Österreicher gibt es in Österreich? Um die 300.000, 270. Islamischstämmige sind 700.000 und keiner umarmt die. Das ist so, das ist die Realität. Aber und Erdogan hat gesagt, nein, es ist so.
Für den Erdogan ist ein Moslem in der Türkei das gleiche wie der Moslem in Wien oder in Gazastreifen. Mhm. Ja. Da, Herr Kurz, Moment, ich komme dazu, lass mich mal ausreden. Ja. Nach dieser Pressekonferenz reiste Herr Sebastian Kurz am nächsten Tag nach Israel zu Netanyahu. Und wir wissen, was der Netanyahu die ganze Zeit am Gazastreifen gemacht hat und die Muslime getötet hat am Streifen, oder? Das müssen Sie ja wissen. Unser Kanzler und hinreist, geht Sie aber nichts an, würde ich mal sagen, oder? Das ist strategisch falsch. Wenn man Imame ausweisen möchte und am nächsten Tag direkt nach Israel fliegt. Wo ist das Problem? Ich als Moslem fühle mich schon betroffen. Natürlich. Das ist strategisch falsch. Sie fühlen sich betroffen, wenn unser Kanzler nach Israel fährt. Da fühlen Sie sich betroffen. Es ist strategisch falsch. Was hat er zu dem jetzt gesagt? Ja, du tötest die Moslems am Gazastreifen und ich beschäftige mich mit den Moslems in Wien, oder wie? Das ist strategisch falsch, Herr Yoga. Schwer an der Verfolgungswahl. Es ist strategisch und politisch falsch. Es ist so. Sie können was anderes meinen... Können Sie uns trotzdem kurz erklären, was eine osmanische Ohrfeige ist? Osmanische Ohrfeige ist... Es wird Konsequenzen geben im politischen Sinne. Eben, ja. Und zwar, was heißt Drohung, das? Nicht? Was soll das an Drohung sein? Was heißt das, wird Konsequenzen? Ja, bei den Wahlen willst mich und ich vertrete euch. Was natürlich. Hat das mit Österreich zu tun? Natürlich, es gibt 110.000... Die werden dann als Speerspitze sozusagen Nein, Sie denken so kompliziert. Es leben 700.000 Muslime in Österreich. Ja. Umarmen Sie diese Menschen. Das sage ich Ihnen die ganze Zeit. Aber was heißt das mit der Ohrfeige? Kriegt man eine Ohrfeige, wenn wir das nicht tun? Entschuldigung, ich bin türkischstämmiger Österreicher. Ich verstehe schon Deutsch. Ich glaube, Sie verstehen mich nicht. Ohrfeige hat ja nichts mit Politik zu tun. Das ist ein Sprichwort. Das heißt, zahlt es Ihnen heim. Wenn Sie alles als Drohung sehen... Also Drohung ist eher Imame... auswerfen als osmanische Ohrfeige. Morddrohungen gegen den Kanzler, was halten Sie da davon? Ich distanziere mich davon. Na, Gott sei Dank. Das ist so. Und aus Social Media sollen die verfolgt werden und vielleicht eingesperrt auch noch dazu werden. Das ist falsch. Wenn ein Bundeskanzler gewählt worden ist von einem Volk und der wird bedroht, soll man diese Menschen finden. Bin völlig bei Ihnen. Darf ich dann ganz kurz wegen der Bedrohung? Sie haben nämlich auch österreichische Abgeordnete in das terroristische Eck gerückt. Wissen Sie noch wen? Die Jutten Milmers von der SPÖ, ja? Nein, die Jutten Milmers waren nicht dabei. Natürlich, ich habe sogar das mitgebracht. Nein. Selbstverständlich. Das war falsch verstanden. Und von den Grünen, die Aslan, glaube ich. Die Beri waren Aslan. Genau. Ich habe genug Beweise, Belege, wo die Frau Aslan dabei war mit den Terrorfahnen. Thema Radikalisierung. Bevor wir uns mit dem radikalen Islam beschäftigen, sollten wir uns mit dem radikalen Terrorismus in Österreich beschäftigen. Sie haben Anfang der Sendung gesagt, die Fedde-Bewegung. Es gibt die PKK-Bewegung. Die sind sehr gut beheimatet in Österreich. Richten Sie die Pfeile in diese Richtung. Kämpfen wir gemeinsam gegen den Terror. Schauen Sie die PKK. Moment, lassen Sie mich ausreden. Die PKK hat 40.000 unschuldige Zivilisten in der Türkei getötet. Sie sicherlich nicht, um in Österreich... für die Einhaltung der Gesetze zu sorgen, weil das macht unser Innenministerium und das macht der Herr Kicke wunderbar. Deswegen haben Muslime kein Vertrauen mehr. Terroristen, also PKK-Sympathisanten, haben freies Gänge in Österreich, aber Muslime haben kein Recht. Was passiert mit Muslimen? Was haben die kein Recht? Wie kommen Sie da drauf? Sie haben Moscheen, aber wir haben keine Imame. Geben Sie mir eine Alternative. Was ist die Alternative von Imamen? Die verstoßen gegen das Gesetz. Ich weiß nicht, warum Sie das nicht begreifen wollen. Wenn jemand das Gesetz gegen das Gesetz verstößt, dann wird er ausgewiesen. Okay, Alternative, Ersatzimame. Wo werden wir Ersatzimame finden? Wenn Sie Imame haben, die nach dem österreichischen Gesetz hier nicht sein können... Der darf ja nicht vom Ausland finanziert werden. Wie sollen die finanziert werden? Warum Sie finanzieren es auch nicht. Warum eine Alternative liefern? Erklären Sie mir das einmal. Die Muslime sind auch ihre Bevölkerung. Entschuldigung, schauen Sie, das ist das Problem. Erdogan umarmt Christen, Juden, Islame, also Muslime. 14 Kirchen und eine Synagoge hat er innerhalb einigen Jahren restauriert. Und was machen Sie? Sie weisen die Moslems aus. Ja, nur die Radikalen. Nicht die Radikalen. Ja, wer sonst? Geben Sie mir eine Alternative. Was passiert mit den 40 Imamen, die Stellen? Wie werden die dann besetzt? Bitte eine Alternative. Als österreichischer Parlamentarier, sagen Sie mir bitte eine Alternative. Darf ich kurz einen Satz sagen, ohne dass mir der Herr unterbricht? Wenn es hier Imame gibt, die gegen das Gesetz verstoßen, werden sie ausgewiesen. Die nachzubesetzen ist aber ihre Aufgabe. Bitte mit Imame, die nicht gegen das Gesetz verstoßen, weil um das geht's. Schauen Sie, 2015 wurde beschlossen, dass Imame in Österreich ausgebildet werden. Was den Herrn Aktaş so erregt, ist natürlich die Tatsache, dass offenbar ein großer Teil der Imame in Österreich von der Türkei bezahlt wird. Genau, das darf nicht sein. Das ergeben ja die Recherchen der letzten Tage. Das werden ja möglicherweise über 50% aller in Österreich tätigen Imame sein. Und ihr HC Strache, ihr Parteichef hat ja gesagt, das, was sie gemacht haben, ist nur der erste Schritt.
Wir werden das Gesetz ganz rigoros durchziehen. Natürlich. Nach dem Buchstaben des Gesetzes. Genau. Und jeder, der vom Ausland finanziert wird, muss raus. Genau. Und das Gesetz ist keine Überraschung, das gibt es ja schon länger. Die Hälfte der Imame, wie viele Imame habt ihr? Also ich habe keine, aber die ATIP hat nämlich, wenn es 60 Moscheen gibt, wird es wahrscheinlich um die 60, 70 haben. Ja? Ja. Oder 40 steht es in der Zeitung. Aber das Gesetz ist ja keine Überraschung, das gibt es ja schon seit vielen Jahren. Schauen Sie also bitte. Ich bin völlig bei Ihnen, aber ich frage Sie noch einmal. Eine Alternative, okay, sagen wir, diese 40 Imame sind extrem radikal. Ja. Ja, die weisen wir jetzt aus. Also eine Alternative. Was ist Ihre Alternative? Die lassen wir da, wenn Sie radikal sind, oder was? Nein, die Menschen, die in die Moschee gehen, sie haben eine Kirche ohne Priester. Ja, da muss man für Nachwuchs für Nachschub sorgen. Eine Alternative, sagen Sie mir bitte. Ja, das ist ja nicht meine Aufgabe. Ja, wenn Sie sagen, wenn ich die aus, muss ich schon ein Projekt haben, wie ich das auswähle. Der Herr Luger hat einen Punkt, wenn ich den einbringen darf. Der ist natürlich schon spannend. Warum haben Sie nicht hier Imame ausgebildet und zahlen Sie hier, die ATIP ist ja keine arme Vereinigung, warum werden die in der Türkei ausgebildet, werden dort sozusagen militant ausgebildet und werden dann auch noch von der Türkei bezahlt? Warum werden Priester vom Ausland importiert? Die gibt es auch, recherchieren Sie aus Afrika, aus Russland gibt die orthodoxe Kirche importiert. Ja, Priester, die nach Wien kommen, werden nicht von Polen bezahlt, sondern werden hier in Österreich. Nein, das wäre die Lösung. Das hätte ich nicht von Ihnen, sondern von Herrn Abgeordneten gehört. Also ein Projekt, ein Plan, wo Sie die Imame finanzieren. Also, schauen Sie, wenn es um Islam geht, dann lachen Sie. Das sind Sie nicht ernst. Das ist das Problem. Der Vorschlag ist das Problem. Wir kommen zum Schluss dieser sehr emotionalen Runde. Es wird nicht unsere letzte sein, Herr Luger. Was ist denn Ihr Vorschlag, wie es jetzt weitergeht? Was ist denn da Ihr Vorschlag? Das ist ganz einfach die Frage, nicht? Man muss einfach, was Sie auch gesagt haben, nicht gleich umarmen, aber man muss den Dialog pflegen. Und der Dialog kann aber nur auf den Fundamenten des Rechtsstaates basieren. Das heißt, wenn Sie sagen, alles, was Ihren Verein irgendwie berührt, egal ob der gegen das Gesetz verstößt oder nicht, ist böse, so können wir nicht weitermachen. Das heißt, Sie müssen sich genauso wie alle anderen an das Gesetz halten und dann können wir wunderbar miteinander leben. That's it. Das heißt, Sie wollen eine Kooperation, aber keine Imame, die von der Türkei aus finanziert wird. Weil das gesetzeswidrig ist. Punkt. Und Sie wollen nicht verfolgt werden, weil Sie Angst haben, Sie sind die neuen von Verfolgung, Sie sind aber ich will eine Alternative. Juden. Sie haben Angst, Sie sind die neuen Juden. Das geht nicht nur Türkei so, sondern das andere haben Sie jetzt Länder. Ja es ist so, ja. Also, eine Anekdote, Österreich distanziert sich von der Türkei und von islamischen Menschen, aber die ganze Welt distanziert sich langsam von Österreich. Das ist de facto. Wie kommen Sie auf die Idee, Aktor? Ich kann es Ihnen nachher dann beweisen, und die Linke schickt, was die Europäische und die Welt... Schauen Sie sich die Presse an, was sie überall schreiben. Der Herr Kurz wird gerade überall mit großen Tamtam empfangen. In Ihrer Zeitung Trump, schon. Trump und Herr Putin in ihrer Zeitung auf jeden treffen, Fall. Ja, in ihrer wollen Zeitung, sich in Wien treffen. Also den Eindruck habe ich nicht. Ich habe eher den Eindruck, dass der Erdogan ein Problem hat. Also wir können lang und breit 5-6 Sendungen machen über Erdogan. Ich kann Ihnen beweisen, wie demokrat dieser Herr Präsident ist. Und die populistischen Medien und Politiker in Österreich sehen das leider anders. Und vielleicht gibt es auch die Neuwahlen in Wien und deswegen muss man ja populistisch agieren. Kann ich die FPÖ und die ÖVP verstehen? Ja. Gut. Also, lieber Herr Aktas, danke vielmals. Wie immer sehr wortgewaltig und sehr, würde ich sagen, verfolgungsorientiert. Also, dass Sie jetzt schon sich mit den Juden vergleichen, war ein neuer Höhepunkt in unseren Diskussionen. Auf der anderen Seite der Herr Luger. Auch sehr wortgewaltig für die FPÖ. Der würde sich über den Wien-Wahlkampf freuen, nehme ich an, oder? Ich freue mich immer über Wahlkampf, ja, weil da kann man seine Positionen klarlegen. Den der Herr Aktas hier angesprochen hat. So, das war's, meine Damen und Herren. Das war die erste Runde. Es wird gleich noch wortgewaltiger oder zumindest gleich wortgewaltig werden, denn nicht nur die Moscheen sind ein sehr heißes Thema in dieser Woche, sondern auch die Deutschklassen, die die FPÖ einführen will mit dieser Regierung, sind heftig umstritten. 1000 Lehrer haben dagegen demonstriert, die Direktoren wollen das unbedingt boykottieren. Wir haben gleich den Wiener Stadtschulrat und den jungen FPÖ-Stadtrat Max Kraus bei uns zu Gast und die werden ähnlich wie diese beiden kräftig aufeinanderprallen mit der Frage, soll es Deutschklassen geben oder nicht? Wir sind gleich wieder da.